Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play von Spiel Planet Base. Ja, in der letzten Folge bin ich hier stehen geblieben. Energiekollektor, ja, der braucht noch ein bisschen Schweißarbeiten, sage ich mal, dann ist er auch fertig. Wie sieht es eigentlich allgemein mit Strom aus? Ja, hält sich. Das momentan haben wir Stunde 1. Ja, das muss reichen. Wer ist jetzt hier gekommen? Ein Biologe. Sehr schön. Kolonialschiff. Und wer ist das da? Wer bist du? Wer ist dein Kollege? Warum konnte ich nicht anklicken? Jetzt. Ingenieur. Okay, alles gut. Ja. Oh, der ist fast das gleich leer. Ja, Strom will ich glaube genügend haben. Also, wenn der fertig ist, der Energiespeicher, Energiekollektor heißt es ja. Die Verbindung noch fertig machen und dann, wenn Tag ist, müsste eigentlich alles wieder aufladen. Jetzt haben wir die Hälfte vom Strom gebraucht. Soll ich noch ein Solarmodul aufstellen? Ja, ein Solarmodul kann glaube ich nicht schaden. Aber dann muss es erstmal reichen mit dem ganzen Stromzeug. Kann ich hier stellen irgendwo? Nein, hier ist kein Platz mehr. Schade. Nee. Dann stellen wir es hier hin. Dann geht das. Genau, kann ich diese Richtung weiterbauen. Boah, das wäre geil, wenn ich da irgendwo hinbauen könnte. Hier den Platz lasse ich erstmal frei. Vielleicht kann ich dann hier irgendwie durchbauen. Okay, das wird hinten das Solarmodul aufgestellt. Hoffentlich. 7 Metall bräuchte ich dafür. 2. Ja, nee, nicht ganz. 2 habe ich. Was ist hier los? Was sind hier doch immer so viele Leute unterwegs? Ah, die meisten schlafen, ne? Okay. Ich bräuchte gleich nochmal so einen Schlafsaal. Oder was kleineres, was ist das nächste kleinere gewesen? Halt doch war richtig. Kajüte. Eine Kajüte wollen die Damen und Herren haben. Wo stellen wir die hin? Da ist kein Platz. Gibt es eine große Kajüte auch noch? Hier würde ich gerne mal den Landeplatz dann für die Raumschiffe bauen. Da kann man es auch da herstellen. Zack, zack. Da verbinden. Eine Erzmine bräuchte ich glaube ich noch, oder? 3 Erze. Habe ich noch auf Lager. Hier haben wir gleich wieder ein neues Metall fertig. Zwei Erze. Naja. Das ist nicht so berauschend. Ach, Essen, 7 Retortenfleisch, 6 Mahlzeiten. Das ist auch nicht so viel. Kann ich hier noch irgendwas reinbauen? Dass sie noch glücklicher sind, die Leute. Vielleicht nochmal Wasserspender. Nochmal eine Bank oder so. Nee, schade, geht nicht. Oder eine Pflanze. Egal, brauchen wir jetzt nicht. Die hat Bioplastik dabei, sehr schön. 2 Stahl, ich sage immer Stahl. 2 Metall meine ich natürlich viel noch. Und bei der Metallproduktion sind wir ein bisschen hinterher. Denn Erze hätte ich ja genügend, wie man sieht. Ein Kolonialschiff. Wer ist hier ausgestiegen? Das habe ich nicht aufgepasst. Nein, egal.
Was haben wir hier? Also Essen haben wir wirklich genügend. Das denke ich zumindest. Arzneimittel halt 0%, 0%. Warum ist es 0%? Sanitäter 2. Ja, reicht aber. Genau, hier der Sanitäter versorgt den einen. Halt die. Nee, Sanitäter ist traurig. Was der Sanitäter trägt? Bleib stehen! Warte, das Spiel wieder auf normale Geschwindigkeit. Jetzt. Zu Videobildschirm. Ah, schaut sich das Ganze an. Ah, okay. Was bringt das? Steckt jetzt irgendein Balken? Na hier. Moral steigt, okay. Okay, alles gut. Das heißt, haben wir hier die Schlafkajüte. Bekommt natürlich ein paar Betten. Ein Bett. Man kann auch mehrere auf einmal bauen. Tatsächlich. Einfach Shift gedrückt halten. Warte mal. Da kommt ein Einzelbett dahin. Sehr schön. 7 Betten, ja, muss erstmal reichen. Eine kleine Kajüte. Hier werden Ersatzteile hoffentlich produziert, irgendwann einmal. Wenn ich genügend Metall hätte. Was haben wir hier? Kolonialschiff, schon wieder. Das müsste aber dann irgendwann mal reichen, oder? 6, 10, 7. 2, 2, okay, ja. Bauteile wurden gebaut. Also die Betten sind gemeint. Der macht die halt auch gleich fertig. Mag nicht. Ganz schön wählerischer Typ. Egal, jetzt erstmal. Erzmine. Da herstelle, reicht das? Oder so hier? In der gegenüber Luftschleuse, aber ich weiß nicht, ob dann hier noch die galaktische Landeplattform herpasst. Oder ich baue einfach hier nochmal eine Mine. Ja, das würde gehen. Oder daher? Ja, da hinten wird es gehen, aber hier ist keine Luftschleuse. Brauche ich überhaupt eine zweite, das ist die Frage. Ist doch ganz schöner Weg. Handelsschiff ist gelandet. Ja, egal, schauen wir erstmal Handelsschiff. Was hast du dabei? Bauboot. Patent für Bohrboot. Ja, Patent brauche ich gerade nicht. Eisenbereich, Metall meine ich natürlich. 69. Einmal. Gemüse. 40. Und bei noch zwei. Schwann. 29. Jawohl, müsste reichen. Handeln. So, und jetzt suche ich aber trotzdem nochmal nach einer Stelle für eine Mine. Hier wäre es gar nicht so falsch, oder? Ah, dann hat die eine Plattform hier nicht mehr Platz. Das weiß ich jetzt schon. Egal, dann stellen wir es halt. Daher die Mine. Zack und zack verbinden. Fertig.
Bett wurde gebaut. Okay. Ja, Betten wurden gebaut, würde ich sagen. Mehrzahl. Ui, nur Essen. Okay. Ist einerseits gut, andererseits nicht gut. So, was haben wir hier? Handelsschiff. Achso, ja. Die brauchen noch eine Weile. Spiel ein bisschen beschleunigen. Ich schaue, dass ich diesmal die Folge nicht zu lange mache wie letztes Mal. Letztes Mal waren es, glaube ich, 30 Minuten oder so. Oder ein bisschen länger. Weiß ich nicht mehr. Jetzt haben wir drei Metall übrig. Ah, hier das. Komm, bauen, bitte. Ressource erschöpft, ja, ich weiß. Aber Energiekollektoren sind alle voll. Moment mal, dann bräuchte ich gar keine. Zum Recyceln. Nee, das brauche ich eben nicht. Oder noch nicht. Also kann man sich einen Weg aufreimachen, habe ich gerade gesehen. Moment mal. Also kann man auch Berge entfernen, oder wie? Nee. Schade. Mine wurde gebaut. Sehr schön. Struktur wurde gebaut. Ja, Strukturen. Sehr schön. Ist das ein Gewusel? Oh, Kantine wird langsam zu klein. Die essen schon auf dem Boden, oder wie? Was? Okay, ich brauche noch eine Kantine. Erstmal checken. Immer die Sachen checken. Was haben wir hier? Wasser, ja. Energie, Sauerstoff. Ja, passt. Bauen wir eine zweite Kantine. Habe ich jetzt eine kleine oder eine große? Das ist eine kleine. Das ist eine große. Voll kleine müsste auch reichen. Wo bauen wir die jetzt hin? So in diese Richtung? Müsste reichen. Zwei Metall und hier ein Metall. Jawohl. Geht doch. Bisschen was habe ich doch auf Lager. Handelsschiff gelandet. Was hast du jetzt im Angebot? 14 Erze. Jawohl. Ja, okay. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe selbst Erze. Nehmen wir ein paar. 3, 4, 66. Boah. Das ist alles. Hat alles nicht den richtigen Wert. Nee, dann halt nicht. Entschuldigung. Kannst wieder wegfliegen. War ein Missverständnis. Ja, genau, das Metall kannst du gleich da legen. Hier ist eine Kantine und da ist die andere. Es sind 1, 2, 3, 4 Stationen dazwischen. Ja, das müsste passen. Spiel wieder auf normalen Stand bringen, oder? Jetzt. Genau. So, schauen wir mal rein. Was können wir jetzt hier bauen? Vom Platz her. Essensfertiger stellen wir natürlich auf. Einen großen Tisch stellen wir auf. Einen Wasserspender stellen wir auf. Ein Videoscreen. Irgendwann daher. Eine komische Pflanze. Daher. Vielleicht nochmal einen Tisch. Dann nochmal Essensfertiger. Geht nicht, machen wir das weg. Essensfertiger. Man kann doch kein Essensfertiger hinstellen. Wegen dem Bildschirm oder wie? So, versuchen wir es nochmal. Essensfertiger. Geht doch. Bildschirm. Aha, geht doch. Halt unten nochmal eine komische Pflanze. Im Eingangsbereich. Genau, sehr schön. So, es dauert eine Weile. Was, so viele Lebensmittel? Es wird doch alles schlecht, oder? Wenn es nicht gekühlt wird.
Kita, geht einer schlafen? Sehr schön. Hier schläft auch einer. Na, ich weiß nicht, wer das ist. Egal. Ein bisschen Geld habe ich übrig. So, zweite Erzmine. 54%, 60%. Ja, es läuft doch. Zwei Erze. Die zwei Erze sind die zwei, wo jetzt hier drin sind. Vielleicht noch eine Erzmine? Nee. Bioplastik wird hoffentlich auch genügend produziert. Ja, hier. Ja, wird langsam. Es wird schon. Kommen die Astronauten überhaupt da rein? Ein Tisch wurde gebaut. Hey, ein Tisch. Sehr schön. Ja gut, was könnte man als nächstes bauen? Denn jetzt habe ich ein paar Ressourcen übrig. Erstmal hier schauen, Wasser verbraucht 10, produziert 17. Ja, Wasser haben wir genügend. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist eine Robotikeinrichtung. Eine große oder eine kleine? Eine kleine müsste völlig reichen. Zack, daher, die zu verbinden. Was kostet die? 2 und 2. Ja, die Ressourcen habe ich auf jeden Fall übrig. Okay, der ist schon was. Okay. Es sind auch überall Essenspakete. War hier alles rot. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Retortenfleisch bis zum geht nicht mehr. Warte mal, können wir eigentlich diese Einrichtung. Oder die wohl den wenigsten Stand hat. 92%. Ah, egal, die lassen wir einfach mal laufen. Ich glaube, Essen kann man ja nie genügend haben. 39 Leute sind auf der Basis und 2 Roboter. Ja, passt doch. Energie haben wir momentan genügend, wie man sieht. Windenergie wird auch gespeichert. Ja, obwohl ich kann es gar nicht speichern. Voll F4. Ja, ist voll. Energiespeicher sind alle voll. Oh. Luftschleuser, nee. Der Gang wurde getroffen. Schlecht. Erstens fertig wurde gebaut. Ja, bitte reparieren hier, wenn es geht. Genau auf den Gang für der Luftschleuse. Ersatzteil. 4 Stück. Okay. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Hier ist nichts drin. Tipp, Wache. Ja, ja, Wache haben wir doch. Wache, 2 Stück. Mit 2 Personen. Kolonieschiff. Okay, wer ist jetzt gekommen? War das der da? Arbeiter. Okay. Ah, schon wieder repariert. Sehr gut. Danke, Roboter. Hier fehlen noch 2 Biokunststoff. Bioplastik. Da kann man die ganzen Begriffe nie merken. Ui, 29 Gemüse, 25 Retortenfleisch. Wird essensfertiger? Ja, sehr schön, der produziert fleißig. Also Essen haben wir jetzt auf jeden Fall genügend. Der muss noch fertig gemacht werden, hier der Tisch fehlt noch. Dann wird es also so ein kleiner Treffpunkt für die ganzen Leute, die wohl hier arbeiten. Auch nicht schlecht.
Ersatzteile, Ersatzteile, Essen, Essen, Essen. Da ist ein Metall drin und da sind Erze drin, okay. Was stehst du da rum? Wache. Auf dem Weg zur Verbindung. Und der hat eine Waffe, sehr schön. Also schön ist relativ, aber trotzdem. Ersatzteile werden hier nicht produziert, okay. Der ist schlecht gelaunt, okay, warum auch immer. Muss man es nicht verstehen. Boah, bloß mal so gedacht hier, wenn ich hier irgendwie durchbauen könnte, das wäre doch richtig geil. Hier durch, kann den ganzen Planeten vollbauen. Hier entlang, okay, hier wirst du wahrscheinlich nicht mehr weitergehen. Und wenn ich hier die Fläche bebaue, boah, das ist ja riesig. Ich glaube, ein Meilenstein ist, glaube ich, 300 Leute oder sowas zu... hier geht es nicht weiter. Hier stelle ich irgendwo an. Ein Meilenstein ist, glaube ich, 300 Leute oder sowas in der Basis zu haben. Boah, das ist ja eine riesen Baufläche. Und hier landet schon wieder das nächste Schiff. Handelsschiff, okay. So, bitte warten. Was hast du im Angebot? Geld, okay. Dir könnte ich was verkaufen. Vielleicht Retortenfleisch. Ja, 40, Gemüse. Eins von der Seite. Zwei. Ja, nee. Machen wir 100 glatt. Patent für Farmdom. Ach, so teuer. 400. Münzen. Geben all deine Münzen. Obwohl, nee, alle brauche ich nicht. 100. Passt. Handeln. So. Es wird hier fleißig umgelagert. Die Roboter sind ganz schön schnell. Das könnte noch zusammengeschweißt. Mag da keiner arbeiten oder was? Oder bestens fertiger wurde gebaut? Okay, da ist nichts drin, aber da ist was drin. Der frühstückt gerade. Oder welche Uhrzeit haben wir gerade? Stunde 8, ja, 8 Uhr in der Früh quasi. Okay. Ja, da ist nichts drin. Der schaut Fernsehen. Wo ist er denn? Da ist er. Genau, der Roboter. Auf dem Weg zur Verbindung. Der repariert hier irgendwas. Ne, untätig. Okay. Was fehlt hier jetzt noch? Oh, 5 Fleisch, 5 Gemüse. 41 Leute schon auf der Basis. Ey, ey, es werden immer mehr. Ist ja geil. So, macht Sinn, noch fertig. Spiel ein bisschen beschleunigen. Jawohl, jetzt arbeitet er auch. Fleisch, 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 Fleisch. Okay, jede Menge Mahlzeiten. Hier ist auch was drin. Sehr schön. Der nächste Tisch ist fertig. Ach, sehr schön. Der hat Durst. Der hat Hunger. Boah. Das war knapp. So, will jetzt irgendjemand mal das da zusammenschweißen? Das gibt's doch nicht, oder? Er trägt noch ein... Oder fehlt dir noch was? Nee, doch, es fehlt noch was. Deswegen. Und das schweißt zusammen.
Anscheinend muss wieder extra ein Roboter oder irgendwas rausfahren. Ja, das soll ja. So, kurz mal hier auf die Werte schauen. Energie. Schaut ganz gut aus. Wasser. Wassernetzverbrauch 10 produziert 13 Uhr. Gefährlich. Verbrauch 10 produziert 12. Noch gefährlicher. Also ich brauche auf jeden Fall, weil ein Spiel wird auf normale Geschwindigkeit bringen. Nochmal ein Wassertank. Halt erstmal hier. Autobot-Reparatur und Autobot-Werkstatt. Was brauchen wir dafür? Aha. Und hier braucht man was, zwei Halbleiter. Wo kriege ich die her? Die kriege ich, glaube ich, aus dem da. Nee, aus dem. Nee. Halbleiterfertigung, okay. Aus dem da. Okay, der trägt jetzt Stahl daher wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Egal, egal. Ich brauche nochmal Wasser. Wasserextraktor. Nochmal ein Wasserspeicher. Ne, halt. Wasserspeicher ist das da. Kann ich da hinten einbauen? Das würde gehen. Na egal. So weit will ich das gar nicht dahinter bauen. Hier vielleicht. Schade. Ah, da hat er Platz. Okay, ja, dann stellen wir ihn da her. Und einmal der Energiespeicher und der Wasserspeicher nebeneinander. Und die sind ein bisschen verteilt. Weil wenn jetzt alle Wasserspeicher auf einen Fleck stehen und ein großer Asteroid stürzt drauf, dann, ja, dann war es das mit dem Wasser. So, was ist mit meinen Metalle? 2. Ja, dann bau das doch bitte. Und den baust du auch bitte. Obwohl, nee, warte mal. Bin ja dumm. Oder? Brauche ich den Wasserextraktor? Nee, lass er weg. Jetzt haben wir nur einen Wasserspeicher. Genau, Wasserspeicher, der ist ja gut voll. 600, 600, 600, ja. Und wenn der andere auch noch voll ist, dann passt es ja. Was bist du? Ein Handelsschiff? Okay, dich fertig noch ab. Abfertigen. Was hast du im Angebot? Ein Patent für Baubot. 200. Boah, so teuer. Halbleiter. Okay, die brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich zwei Stück. 116. Boah. Retortenfleisch. Ja, das könnte reichen, oder? 75. Oder 20, 115 und ein Credit. 16 und 16, ja, passt schon. So, handeln. Das Spiel wieder ein bisschen beschleunigen. Und mit den 2 kann man hier, hier den Autobot-Reparatur-Dingens bauen. Ich laufe erstmal alle daher. 15, 14. Bot-Werkstatt wurde gebaut. Also die Werkstatt, ah, okay. Ah, die eine Luftschleuse ist leider ein bisschen zu wenig. Was wird sonst alles eingelagert? Stärke, okay. So, was fehlt ja noch? 9, 8, 7. Na komm, Retortenfleisch, 8 Stück noch. Deine ist müde. Was hat der dabei? Ich kann ihn nicht anklicken. 7 Einheiten noch von dem Retortenfleisch. Wassertank wurde gebaut, okay. Füllt er sich? Ja, der füllt sich. Boah, ganz schön schnell sogar.
Halbleiter, ja, bitte dahinter, wenn es geht. Wo ist der mit dem Halbleiter? Bist du das? Jawohl, sehr schön. Genau, einmal den bauen. Transportbot, halten wir die Quote nochmal ein. Schauen, was haben wir? Bots 10 Stück, ja, passt. Jawohl, ich schweiße das zusammen. Jetzt haben wir hier eine Bot-Werkstatt, Bot-Reparaturstation oder wie auch immer. Jetzt können sich die Roboter selbst reparieren. So, nochmal schnell schauen auf dem Wasser. Verbraucht 10, produziert 12. Vielleicht doch nochmal. Ah, ich brauche doch nochmal einen Wasserextraktor. Hilft nichts. Den Ball unbedingt. Obwohl, den hätte ich auch da unten hinstellen können. Ach, egal. Egal, wo man hinstellt, ist eh falsch. Ich glaube, ich habe zu viel Wasser. Hier bist du, Kolonialschiff. Warte mal, Sekunde. Nicht so viele. 16, 15, 14, wie viel habe ich jetzt? 46, ja, das reicht erst einmal. Mehr brauche ich erstmal nicht. So, hier die Maschinen laufen nonstop. Ja, Eisen, sehr schön. Bioplastik, Biokunststoff, wie auch immer. Oh, es muss den ganzen Weg da rumlaufen, die Arme. Warum nicht? Obwohl, hier könnte man auch nochmal eine Luftschleuse hinbauen, oder? Na, ja, eher dann in diese Richtung, wenn ich dann vielleicht hier nochmal ein Erzmine aufstelle oder so. Ruf erreicht. Deine Kolonie ist überall bekannt, okay? Ja, gut zu wissen. Und was bringt es mir jetzt? Meilensteine, Ruf. 100 Bevölkerung, Robotisierung. Bei oder kaufe 10 Bots. Machthungrig, generiere 500 Kilowatt Energie. Größenwahn, bei Monolith, Technologie. Erhalte 10 Technologien, Zusammenschluss, Bevölkerung erreichen. 300, okay. Was fehlt hier noch? Hier fehlt nichts mehr. Ja, komm bitte einmal zusammenschweißen. Strukturen wurden gebaut. Ja, welche? Achso, ist schon fertig. Sehr gut. Was produziert jetzt? Was denn jetzt verbraucht? 10 produziert 19. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. Hier, der schläft schon fast. Gemüse, okay. Hier liegt so viel Zeug rum. Wo ist jetzt mein Bot? Oh. Ein Sturm zieht auf. Ja, ist nicht gut für die Roboter, die gehen da schnell kaputt, oder? Bei dem Wind. Bei dem Sturm, meine ich. Auf dem Weg zur Luftschleuse. Oh, das Lager wird auch langsam voll. 64%. Uiuiui. Ressource erschöpft, das hat's Teile. Hier fehlt noch Stahl. Waffenwerkstatt. Wie viele Waffen wollt ihr eigentlich produzieren? Pistolen, 5, ja, reicht schon. Wie viel Sicherheitspersonal habe ich mittlerweile schon? 3, ja, okay, passt schon. Boah, hier ist so viel Zeug drin. Was haben wir hier? Waffenwerkstatt.
Waffen werden anscheinend schon produziert, oder? 87% sind alle wichtigen Komponenten hier drin. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, sehr gut. Wir produzieren 36% Halbleiterfertigung, okay. Die Halbleiter brauche ich eigentlich auch nicht so viele. Ja, 10 Stück. Wo ist der eine eigentlich unterwegs? Ah, egal. So, Sturm ist vorbei. Jawohl, es kann weiter gebaut werden. Hier hinten ist eigentlich alles schon voll. Hier hätte vielleicht noch was Platz. Ah, der ist leer. Boah. Der ist auch fast leer. Warum sind die leer? Was hat es so viel Strom gebraucht? Ja, es wird wieder aufgeladen. Sehr gut. Was haben wir? Stunde 9. Hui, das könnte eng werden. Ich brauche auf jeden Fall nochmal. Ups, falsch. Kann ich hinten bauen? Nee, schade. Hier zwischen den Bergen auch nicht. Schade. Schade, geht auch nicht. Hm. Ärgerlich. Dann stellen wir es eben da mitten rein oder. Hier ist eigentlich egal, oder? Ja. Zack, da ja. Großes Solarmodul. Hier der Speicher ist noch nicht voll. Der lädt sich nur langsam auf. Es sollte immer ein bisschen zu viel Energie haben. Das könnte sonst gefährlich werden für meine Kolonie. Boah, hier das Lager, geht's noch. 56 Gemüse, Retortenfleisch auch jede Menge. Hier geht's noch. Also hier drin. Oh, der ist voll. Der macht gerade Nahrung. Also Nahrung wird wahrscheinlich nicht scheitern. Boah, warte mal, ich habe eine Idee. Stahlbereich, ja. Jawohl, wie viel bringen die? Ja, da kommen wir niemals auf 400. Halt, lass mal 10 mal übrig. Gemüse. Ah, ich bin über den. Ah, okay, mehr geht nicht. Egal, verkaufe ich ihm einfach mal Fleisch. Obwohl, Stahl brauche ich auch noch. Obwohl, dann wird sein Platz wieder leer, okay. Hm. Mal schauen, dass ich irgendwie auf 116 komme. Ah, geht nicht. 93. Ja, das ist blöd. 165. Nur 20, nur 15, nur 16, ja, passt schon. Krieg 5 Stahl dafür. Geil. Ah, hier das Lager. 78% voll. Ach, ein Traum. Ich brauch gleich bald ein zweites Lager. Geil. Ah, hier der ist fast leer. Jetzt wird kaum Energie produziert. Ah, gleich steht. Gleich stehen's. Super. Es wird mehr Energie benötigt, wie verbraucht wird. Wie produziert wird. Sieben Stahl. Jetzt muss ich erstmal das ganze Zeug dazu in ein Handelsschiff bringen. Ja, der ist auch fast leer. Ah, das geht sehr schnell. Da hier oben die Zahlen springen und her wie an der Börse. Ich muss schauen, dass ich jeden jetzt irgendwie Fleisch verkaufe oder so.
So, fünf. Ui, fünf Fleisch fehlen noch. Okay. Das ging aber schnell. Vier Fleisch, drei Fleisch. Hier die Schlafgelegenheiten reichen, glaube ich, auch aus. Wo sind die anderen Betten? Ja, das reicht völlig. Handelsschiff ist abgefertigt. Jetzt haben wir hier jede Menge Metall. Ja, vier. Ne, 11 theoretisch. Energiespeicher ist niedrig. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. So. 8400. Wie spät haben wir's denn? Stunde 5. Ja, Sonne geht schon wieder auf. Oh. Gleich muss es wieder nach oben gehen. 6500, 6300. 6,2. 6,3, ja, jetzt geht's wieder aufwärts. Sehr gut. Ja, es war gefährlich. Jetzt brauchen wir hier noch einmal einen Schweißroboter. Ah, sehr schön. Es wird wieder Energie aufgeladen bis zum Geh nicht mehr. So, F4. Wo ist ein leerer Speicher? 6234. Oder wird der gerade aufgeladen? Ja, der wird gerade aufgeladen. Ui, das geht schnell. Ja, man muss schauen, dass ich am Tag immer möglichst viel Energie auflade. Das für die Nacht auch recht. Ressource erschöpft, Ersatzteile, ja, kein Problem. Da werden ja gerade gemacht. Waffen werden auch gerade produziert. Wie viele Waffen habe ich überhaupt? Waffenkammer. Keine. Nur? Wache. Der ist bewaffnet. Wache. Der ist auch bewaffnet. Ah, okay. Die Waffen werden direkt dem Personal ausgehändigt. Halbleiter werden auch produziert. Das braucht aber noch Roboter. Komm. Will hier keine Roboter bauen? Ah, da brauche ich die Halbleiter dazu. Stimmt. Boah, das ist der Wahnsinn. 89% voll. Ich brauche bald ein zweites Lager. Aber ich würde erst mal sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Planet Base. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.